Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Rahmen meiner SQL Server Private Cloud Reihe möchte ich Ihnen jetzt das Thema Self-Service vorstellen. Im letzten Video haben wir ja im System Center Virtual Machine Manager Templates erzeugt, Vorlagen, aus denen wir neue virtuelle Maschinen generieren können. Die haben wir hier in unserer Template Library. Und jetzt ist die Aufgabe dafür zu sorgen, dass meine Bereichs-IT-Benutzer in der Lage sind, auf Basis ihrer Anforderungen diese Templates zu verwenden, um sich neue virtuelle Maschinen, neue Infrastrukturen anzulegen. Okay, ich gehe jetzt also mal auf die Workstation von einem solchen IT-Administrator eines Geschäftsbereichs und er verwendet das System Center Virtual Machine Manager Self-Service Portal 2.0, um seine Anforderungen entsprechend umzusetzen. Als allererstes registrieren wir mal einen neuen Geschäftsbereich. Das sei der Vertrieb Europa. 1, 2, 3, 5 ist unsere ID. So, die Priorität für meine Anforderungen ist natürlich hoch. Okay. Ich brauche einen Administrator-Account. Das bin ich in diesem Fall fertig. Damit hat jetzt die zentrale IT die Anforderung bekommen, dass dieser neue Geschäftsbereich Sales Europe auch zugreifen können soll auf unser Self-Service-Portal. Die zentrale IT sieht das Ganze dann in ihrer Umgebung beim System Center Virtual Machine Manager Self-Service Portal, geht auf Requests, geht auf All Business Unix. Hier sehen wir diese neuere Anforderung von dem neuen Bereich Sales Europe. Okay, das kann ich genehmigen. Sieht gut aus. Speichere das. Und damit hat dieser Bereich das Recht, Infrastruktur anzufordern. Das machen wir dann gleich mal. Ich wechsle also wieder rüber zum Bereichs-IT-Administrator. Der sieht jetzt hier seinen neuen Geschäftsbereich, sieht, dass das Ganze entsprechend genehmigt ist und kann jetzt auf Infrastruktur gehen und kann sagen, okay, ich hätte jetzt gern eine neue Infrastruktur. Die Infrastruktur sei für die TechEd Europe, denn dort wollen wir einen temporären Laden aufmachen, hat eine mittlere Priorität. Und weil das ein temporäres Geschäft ist, brauchen wir das bloß für 2 Wochen. Okay. Okay. Kapazität brauchen wir nicht allzu viel, sagen wir mal 2 GB Hauptspeicher und 200 GB Storage, so als Maximum. Die Kapazität wird noch nicht provisioniert, das ist einfach erstmal ein Hinweis an den Administrator, was ich erwarte, was gebraucht wird. Okay, weitere Informationen brauche ich nicht. Ich könnte hier noch Dokumente hinzufügen, aber das reicht mir. So, innerhalb dieser Infrastruktur bauen wir einen Service auf. Ich kann mehrere haben. Das ist jetzt mein Sales Transactions Service. Die Umgebung soll die Produktivumgebung sein. Billing Code ist meiner. Data Center ist Europe. Okay. Quota für diese Umgebung brauchen wir 1 GB Hauptspeicher und 150 GB Storage, denn das betreibt mein Store. Als Netzwerk verwenden wir das hier entsprechend. Okay, und dann geben wir an, wer soll darauf Zugriff haben. Der Sales-Operator soll mein Administrator sein. Und die Gruppe Sales-User soll darauf Zugriff haben. Innerhalb dieses Dienstes legen wir mindestens eine Service-Rolle an. Und diese Service-Rolle sei unser Point-of-Sale-System. Okay,
soll wieder mit dem Netzwerk verbunden sein. Speichern das. Gut, weiter. Wir wollen dieses Virtual Machine Template dafür verwenden. Weiter. Und damit ist meine Anforderung entsprechend fertig und ich kann die wieder abschicken. Der zentrale IT-Administrator bekommt jetzt entsprechend wieder diese Anforderung. Hier ist sie. Und jetzt muss er aber was tun. Das heißt, wir gehen auf den entsprechenden Dienst, Sales Transaction Service. Kann hier eine Host Group auswählen, wo das Ganze laufen soll, wenn ich das mache. Ich kann einen SAN auswählen, wo die Daten abgelegt werden sollen. Ich muss eine Template Library auswählen. Okay. Dann muss ich auswählen, wo die virtuelle Maschine tatsächlich später gespeichert wird. Ist in dem Fall dieselbe Library in Produktivumgebung, wäre es eher eine andere. Okay, und ich muss die Kosten angeben, die die entsprechenden Kapazitäten wirklich verbrauchen für die Abrechnung an der Stelle. Gut, nächste ist die entsprechende Service-Rolle. Hier brauche ich eigentlich nichts einstellen, solange ich keinen Load Balancer für Hochverfügbarkeit verwenden will. Okay. Und dann muss ich noch genehmigen, dass dieses Virtual Machine Template verwendet wird, kann das hier entsprechend auswählen. Ist aber in dem Fall auch okay. Gut, damit ist mein Request durch, ist genehmigt und die Infrastruktur ist provisioniert. Soweit, so schön. Und jetzt kann jeder, der eine Advanced Operator Rolle eben bekommen hat, also in dem Fall die Sales Operator Gruppe, darauf zugreifen und kann tatsächlich die virtuellen Maschinen erstellen. Das mache ich jetzt mal. Verbinde mich mit der Sales Operator Workstation. Gehe wieder auf den Virtual Machine Manager und kann jetzt auf Virtual Machines gehen. Eine habe ich hier und kann aber auch eine neue erzeugen. So, die soll jetzt für die Business Unit Sales Europe sein, für mein dortiges System. Kann einen Computernamen angeben. Tech Europe soll das sein. Ich kann aus meinen Templates eins auswählen. Sollte hier noch Angaben zu entsprechenden Wartungsaufgaben machen, sage wieder, wie lange brauche ich die Infrastruktur optional. In dem Fall halt bis zum 2. Juni. Halt eine E-Mail-Adresse muss ich noch angeben. Und dann wird die virtuelle Maschine erzeugt. Okay. In der Jobliste sehe ich jetzt, dass dieser Job entsprechend gestartet wurde. Fein. Und im Virtual Machine Manager kann jetzt die zentrale IT auch sehen, wie tatsächlich diese virtuelle Maschine erzeugt wird innerhalb der Infrastruktur. Das heißt, jetzt wird aus der Vorlage, die ich vorhin erstellt habe, tatsächlich eine virtuelle Maschine für die Verwendung durch den Fachbereich erzeugt. Nach endlicher Zeit, die sehr abhängig ist von der Netzwerk- und Kopierleistung, ist dann die virtuelle Maschine fertig. Sie läuft, sie kann zugegriffen werden. Wenn ich jetzt also mal hingehe und mich als Sales User anmelde,
Ich könnte das übrigens auch über den Virtual Machine Tabs im Self-Service-Portal machen. Da bekomme ich dann ein ActiveX-Control, was mich mit der Maschine verbindet. Okay, wenn ich mich also anmelde, dann wird die Maschine vorbereitet. Das Skript läuft ab. Das heißt, die SQL-Server-Installation wird fertiggestellt, meine Datenbanken werden installiert und danach habe ich eine fertig konfigurierte virtuelle Maschine. Hier startet jetzt das SQL-Server-Setup zur Fertigstellen der vorbereiteten Installation. Danach wird mein ganzer normaler Login ausgeführt und ich kann meine Point-of-Sale-Anwendung verwenden. Okay. Und da ist sie. Das heißt, mein System ist jetzt vollautomatisch komplett bereitgestellt worden. So viel zu dieser Demo über das Self-Service-Portal.